Also Merkel ist Nazi, Das manipuliert. lasse ich, das schneide ich so an den Anfang. Gerne. Sorry, Leute, das ist eine politische Folge, aber nach hinten raus wird es weniger. Ja. Tschüss und Intro. Also Merkel ist Nazi, aber sie Doch noch nicht manipuliert. Intro. Okay, also ich habe mich gefragt, wie das mit den Tieren in der schwulen Szene ist. In der LGBTQIA+-Szene. Meinst du echte Tiere oder so die Puppy-Player? Nee, die Tiere, die halt den Charakteren zugeordnet werden. Ach so Otter, Bears und sowas. Otter? Was? Wie Ja, Otter jetzt? bin ich jetzt, Du wie bist gesagt. Otter? Otter ist so junge, männlich gewesene Person, die halt ein bisschen Haare haben, so ein Gesicht Okay, und und was heißen so Backstreet Boys? Twinks. Ah, der heißt ein Twinks. Was wäre ich denn dann? Das ist mein Lieblingsschokoriegel. Ich bin da auch nicht so drin. Ich habe auch keine Schubladen, aber ich weiß Was halt, dass. wäre ich denn dann? Ach ja, ein Fascho. Ach so, ja. Ja, jetzt haben Haha. Und Bears sind halt so ältere Männer, die dicker oder Männer, die dicker sind, zum Ja, Bear Beispiel sind Grylls zum Bears. Beispiel. Daddys gibt es noch halt ältere Männer mit Bart und so. Annalena Baerbock. Mann, Ja. das wollte ich sagen gerade. Oh, Mist, wir können nicht zu viele witzige Leute hier haben. Aber Das wäre Ricarda überschneidet Lang sich. dann ein Bär? Das würde dann wieder durcheinander gehen. Ich glaube, es ist eher so für männlich gelesene Personen. Und wie sind Frauen-ordentlich gelesene Weiß Personen? ich nicht. Keine, Die haben keine ich, Namen. es gibt auch ganz wenige bis keine lesbische Apps, wie halt Grindr und Rumio und so. Gibt es für lesbische Frauen sehr Vor wenig. allem könnte man die ja gut benennen. Lecker. Lecker habe Nee. ich euch mal erfunden. Lecker, lecker. Lepsisch. Epilepsie, ja. Ja, Epilesbisch. Epilesbien. Egal. Lebo. Le Lebowski. Genau, so ein Begriff für lesbische Frauen, die noch nie einen Mann hatten. Die sind dann so Premium irgendwie. Die noch nie einen Mann Warum muss dann da überall so ein Ticket dran, Alter? Ein Ticket. Lesbische Frauen, die noch nie einen Mann haben, die brauchen jetzt einen Namen, das Oder ist auch wichtig. Männer, schwule Männer, die noch nie eine Frau hatten, sind auch nochmal Premium. Und dann gibt es auch noch Platinum obendrauf, die eine, die Moment, ja, aber. Kaiserschnitt waren, weil die haben noch nie eine weibliche Vagina gesehen. Also ist das Und also auch nicht durchbewegt. früher war das ja, also es gibt ja dieses Narrativ der sogenannten reinen Jungfrau. Ja, und Also jetzt wird das ist wieder das geschrieben. quasi, und das ist ja, das schafft man ja ab, weil das ja Bullshit ist. Ja. Aber die ach so offene Community schafft das wieder an. Ja, ist aber auch nicht so ernst gemeint, glaube ich. Aber Naja. so ein bisschen Schubladendenken ist schon in der queeren Szene, also in der Gay-Szene vor allem drin, mit Vielleicht Otter war das und mit den so. Lagern damals auch als Spaß gestartet. Ja, Ja, wahrscheinlich. vielleicht Nee, ist. ich weiß, das war wieder dieses Godwins Law, das alles immer wieder im Vergleich des Nationalsozialismus. Das will ich zurücknehmen, es tut mir leid, weil Jackie Und damit ein auch schon herzliches wieder. Willkommen. Ja, ihr merkt, die Themen sind dünn diese Woche, aber hallo, na, dafür Ganz sind. anders als Bärs. Das stimmt. Ja. Ich mache mal hier die Kabel richtig, damit ihr ein ordentliches Störgeräusch Jetzt habt. genau, ist es so rascheln ein Ja. bisschen. So, Raschel, kommen wir doch weiter zum nächsten Thema. Ein Ne? saftiges Aloha. Daten-Aloha. Jetzt sind wir schon wieder richtig viele Leute hier. Wir sind Tonko, Twinkie. Twinkie, Twinkie. Dipsy, Lala und Po. Ja. Ja, wir sitzen hier zu viert, denn Es ist das Samstagabend. Vakuum an Themen die Woche musste durch Fleisch gefüllt Und werden. das Vakuum an Mitbewohnern. Das stimmt, das Jetzt ist auch ganz ein. neu, wir haben zimmerfrei, habe ich gehört. Für einen Tag. Ja, für einen Tag ist Aber es wie die ziemlich Fernsehshow online. Zimmerfrei. Ja. Cool. Die mochte ich immer. Kenne ich nicht. Und damit herzlich willkommen bei Schade. Zimmerfrei. Wir haben immer nur sportfrei gesagt. Wir Ja. auch, ja. Warum eigentlich? Was ist das für ein Scheiß? Das ist bestimmt auch wieder Nazi-Zeit irgendwie. Ah. Oder DDR vielleicht eher. Kann auch sein. Sportfrei? In der Sportfrei! DDR war gar nichts frei. Ach so. Na doch Stimmt. schon, war es ja frei, irgendwie zu leben oder nicht zu. Kannst ja erschießen lassen. Ist ja auch eine Wo ich Freiheit. es gerade von DDR haben. Kann sich jemand an den kleinen Großblock-Baumeister erinnern? Nein. Das ist ein DDR-Spielzeug, mit dem man literally Plattenbau bauen kann. Wie Lego, nur dass man ausschließlich Plattenbau bauen kann. So cool, Man hat praktisch. so blaue Verbindungsstücke, mit denen man die Platten verbinden kann, aber die sind immer genau so lang, dass man entweder immer einen kleinen Überstand hat oder dass sie nicht reichen. Es ist einfach perfekt scheiße. Und Ah. meine Oma hatte das und ich will das unbedingt mal wieder haben. Du willst unbedingt mal wieder Scheißigkeit. Ja, also schickt mir bitte euren kleinen Großblockbaumeister, falls ihr in eurem Keller oder eurem Dachboden noch einen rumliegen habt. Wir hatten Spielmais, kennt ihr das? So Den man so Maispuffer. anleckt. Und dann könnt ihr irgendwie zusammen machen. Großartig. Mit Ja, Essen habt ihr spielt man gegessen wie nicht. so sonst was. Also richtig Was? eklig Hast du eigentlich. wirklich gegessen? Naja, konnte man ja auch essen. Der ist für so Polster gedacht Was isst du ursprünglich. Wir eigentlich hatten den immer eigentlich? eimerweise, bis uns den die Motten zerfressen Also ich will haben. das mal ganz kurz anmerken. Ja? Marlene kommt hier in den Podcast und ist unprofessionell. Du weißt, dass man im Podcast nicht isst. Entschuldigung. So hat es der Badumkast gedacht, Ja. aber da kommst du ja immer nie. Ja.
Marlene, es ist sehr schön, dass du hier bist. Vielleicht wird man Marlene in den nächsten Wochen hier öfter im Hintergrund irgendwelche Türen knallen hören oder Gags reinhören. Reinhören. Punkt. In die Ohren reingehört. Das ist genau, was ich sagen wollte. Es ist gerade Samstagabend, weil ich noch zum CSD musste, dienstlich quasi, war ich auf einer queeren Parade und waren ja auch Parteien zugelassen und die FDP wurde von der Antifa blockiert. Das ist so albern, das ist so unendlich albern. Weiß ich nicht, ich fand es ganz witzig. Ja, es ist natürlich total, also... So gerade aufgrund so von dieser Kemmerich-Geschichte, ne? Ich bin auch kein großer FDP-Fan, aber ich muss an dieser Stelle mal Partei ergreifen. Also ich finde es an sich halt ein bisschen... Auf der einen Seite, also Moment, nochmal zurück. Ich würde es halt gut finden, entweder gar keine Partei zuzulassen, weil dieses, warum macht ihr hier Wahlkampf, das ist irgendwie komisch. Aber wenn die zugelassen sind, finde ich es halt blöd zu sagen... Die setzen sich ein oder wollen zumindest so tun, als ob oder was auch immer. Tun wir ja, und dann zu sagen, euch wollen wir nicht. Du kannst halt mir nicht sagen, dass es halt queerfreundlich ist, dass Volker Wissing sich nicht an seine Klimaziele hält. Ja, was hat das was? Das ist, wo kommt das jetzt her? Queerfeindlich, weil es ist einfach menschenfeindlich. Ach, weil dadurch, queerfeindlich, hast du nicht gerade klimafreundlich gesagt? Klimafreundlich ist es auch nicht. Ja. Nee, aber es waren ja nicht die gleichen Leute. Also das CSD-Team haben ja nicht den FDP-Stand. Nee, ist mir schon klar, aber es ist ja trotzdem ein Hive-Mind auf einer gewissen Art und Weise. Ja, ich war auch gegen Parteien, aber der Grund, wofür es dann doch war, weil ja Landtagswahlen sind und man den Leuten aufzeigen will, gerade nach Sonneberg irgendwie, dass man zeigen kann, welche Parteien man durchaus wählen könnte. Aber ich hätte die jetzt nicht zugelassen. Ich bin auch eher gegen Parteien, aber klar, Jusos waren da, also die jungen Sozialisten quasi von der SPD und von der Linken, Grüne Jugend und halt die Julis, die Jungliberalen, die aber blockiert worden sind. Aber die wurden die letzten Jahre immer blockiert von den linken Leuten. Die müssen doch wissen, worauf sie sich einlassen, so, aber es war nicht die feine englische Art. Also aber wie die Leute, die Backstage zu Till Lindemann kommen, ja, die müssen doch wissen, worauf sie sich einlassen. Die Migranten, die hierher kommen, dann zusammengeschlagen werden, die müssen sich nicht wundern. Es ist halt nochmal ein anderes Level und ich muss sagen, ja, ich verstehe die Kritik, aber ich finde es trotzdem gut, weil ich bin nicht neutral. Natürlich kann man das gut finden, dass der politische Gegner blockiert wird. Auf der anderen Seite der Demokratiegedanke, dass man, ja gut, auch den Leuten die Möglichkeit geben sollte, sich zu kommunizieren. Ne? Weil wenn ich jetzt hingehe und sage, ey FDP, was waren die Scheiße eigentlich mit dem Kemmerich damals? Das wäre ein Dialog, sich da vorzusetzen, verwehrt den Dialog. Naja, aber die FDP wurde ja schon öfter dabei erwischt, wie sie quasi Dinge gebrochen hat, die sie versprochen haben. So, dass sie gegen Ehe für alle gestimmt haben, diese Kemmerich-Geschichten. Genau, und das kann man denen ja vorwerfen, genau. Aber zu verhindern, dass das jemand zur Debatte stellen kann, ist undemokratisch. Ach, in meinen Protest, Augen. Protest ist ja auch demokratisch eine Form von dessen. Es gab ja auch keine Gewalt oder so. Ich habe zumindest Protest keine gesehen. Ist in Ordnung, ja, und Gewalt ist nicht in Ordnung. Das genau, das ist ja nicht passiert, weil ich zumindest informiert bin, gab es keine Gewalt an dem Tag. Jedenfalls war das sehr spannend und ich habe auch ein paar Reden gehalten und war richtig schön, dass CSD, ihr wart auch ganz kurz da. Ja, hättest du uns mal gesagt, dass du hier reden hältst. Also wenn ich Kino jetzt in einem Wahlkreis, wo ich weiß, dass die FDP viel gewählt wird, die Wahllokale blockiere, ist das dann Protest oder ist es dann undemokratisch? Ja, Wahllokal blockieren macht ja auch keinen Sinn, weil du ja dann für alle blockierst. Ich stelle es ja nur in den Kontext. Ja, ist ja für alle gewesen. Naja, ist aber auch nochmal was anderes, das Wahllokal an sich. Oder? Es ist was anderes, aber es ist im Kern die Frage, die ich stelle. Es ist natürlich was anderes. Es ist quasi eine Übertragung des Inhalts. Naja, aber also ein Wahllokal blockieren ist ja wirklich, du hinderst aktiv Leute daran zu wählen. Das ist ja was anderes. So, wie Sie aber sagen, die Wahl ist ja dadurch geprägt, wie man sich vorher über die Parteien informieren kann. Und wenn man das blockiert, dann ist das ja quasi eine lange Hand. Ich verstehe, was du meinst, aber es ist trotzdem bei weitem nicht das Gleiche. Gut, wenn wir alle verstehen, was gemeint ist, dann lass uns darüber diskutieren. Ja, wie zu sagen, letzte Generation, irgendwie, wenn die Autobahn blockieren, ist das Gleiche, wenn du vor einem OP-Saal dich irgendwie festklebst und dann halt verhinderst, dass da OPs stattfinden können. Ist nur ein bisschen das Gleiche, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Ja, aber jetzt hast du die Ungleichheit extremer gemacht, als sie war. Ja, aber sie war da. Weißt du, das wollte ich gerade wieder extremisieren. Lass uns über meinen Punkt sprechen, statt über die Ungleichheit der Metapher. Oder das Vergleich. Naja, aber die Metapher haben wir ja gerade kritisiert, dass die Metapher... Könnt ihr machen. Und jetzt gehen wir mal darauf, wie es ist, wenn man politischen Diskurs unterbindet. Ist das demokratisch oder ist es Protest? Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich finde auch, wenn man die AfD blockiert und dann ihre Reden verhindert, dann verhindert man ja, dass sie ihre rechtsradikalen und menschenfeindlichen Thesen halt in die Welt bringen können. Ne? Und man muss ja auch diesen Widerstand ja auch irgendwie zeigen. Das jetzt können sie ja ungestört über ihre Demos machen. Jetzt ist es ja von vieler Seiten Konsens, dass die AfD offen undemokratisch ist. Bei der FDP hat man das, soweit ich weiß, in dem Maße noch nicht nachgewiesen. Insofern würde ich sagen, okay, die AfD zu blockieren wäre ein völlig anderes Kaliber. Ich finde, du kannst diesen Vergleich nicht machen. Ich finde diese Metapher schlecht. Und deshalb nochmal, ist es denn demokratisch, eine demokratische Partei zu blockieren und den Diskurs zu finden? Man kann den Diskurs ja suchen. Sie hätten sich ja hinstellen können und sagen können, hey, das und das und das. Dann hätten die wahrscheinlich dann irgendwann auch nicht mehr gewusst, was sie sagen. Das gab es ja auch. Es gab ja eine Blockade und sie haben auch mit denen unterhalten.
Die Blockade hat es ja mir als interessierten Bürger unmöglich gemacht oder deutlich erschwert, diesen Stand zu erreichen. Ja. Damit die FDP nicht ihre kruden Thesen da ranbringen kann. Welche denn? Na, dass sie halt Sachen versprechen, die sie dann am Ende nicht einhalten. Das ist keine These. Ja doch, dass sie behaupten, sie wären queerfreundlich, aber sie haben gegen die Ehe für alle gestimmt und haben halt mit der AfD gemeinsam Sachen schon gemacht. So, weißt du? Da hätte ich natürlich jetzt einen auf der Seite der FDP gerne mal zu Wort kommen lassen, was der dazu sagt, weil... Der ist ja gerade vor der Tür, ich habe ihn halt jetzt blockiert gerade. Der ist blockiert. Der wollte gerade reinkommen, aber du hast dich da vorgesetzt. Ich habe ihn blockiert quasi. Deswegen haben wir keinen FDP-Gast heute mal ausnahmsweise. Nee, also wie die FDP performt, ist völlig unwesentlich für mich wie die Frage, ob man zulässt, dass sich das Volk mit der Partei austauschen kann, was ich immer eine gute Sache finde, wenn die Partei demokratisch ist. Ich finde trotzdem, dass das Setting relevant ist, weil wenn man sich vorstellt, dass das zum Beispiel ein Festival ist, wo dann ganz viele Leute hingehen, die sich das feiern und dann tritt da aber auch Rammstein auf und dann wird das irgendwie blockiert, weil die Rammstein boykottieren oder so. So fühlt es sich für mich halt eher an, weil es halt eben CSD ist und nicht deren Wahllokal oder auch Parteizentrale oder sowas. Das Kontext, ist halt Kontext, anderes. Kontext. Ja. Hätten jetzt Leute, die sich alle vor kurzem eine Gasheizung einbauen lassen, die grün blockiert, wie hättest du das gefunden? Na scheiße. Ich meine, nur wenn das Wahllokal blockiert wird, kannst du nicht wählen gehen. Aber wenn die FDP da blockiert wird, kannst du trotzdem in deren Büro gehen und diese Fragen stellen, die du stellen willst. Das wird halt du kannst natürlich dadurch auch Briefwahl machen, wenn das Wahllokal blockiert. Wahlblockal auch gut. Ne, ich sag nur, also gut, natürlich ist es in dem Beispiel nicht möglich, weil du die Briefwahl nicht nach der Wahl beantragen kannst. Aber ich muss sagen, ich hänge auch nicht an den Grünen. Also ich glaube, gerade jetzt bei dem CSD heute, hätten sie alle Parteien blockieren können von mir aus. Hätte mich nicht interessiert. Das wäre fair gewesen. Ja, hätte mich nicht interessiert. Ja. Aber man muss ja auch nicht fair sein. Es geht ja irgendwie mehr darum, einfach seine Meinung auszudrücken. Und man muss auch nicht neutral sein. Ja, die eigene Meinung sollte aber so, sage ich mal, in Schach gehalten werden, dass die Meinung der anderen immer noch entfaltbar ist. Meines Erachtens. Das ist deine Meinung. Das sehe ich nicht ein. Das ist deine Meinung, das siehst du nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Achso, das ist ja nicht deine Meinung. Das ist nicht deine Meinung. Das ist mein Kabel, was du hier gerade ganz am Schnurrbart dran reißt. Das sind immer nur so 10 cm. Lass uns doch über Kabel sprechen. Nee, lass uns doch mal über Sonneberg reden, wenn wir gerade hier schon wieder einen politischen Diskurs haben. Tino, du kommst ja vom CSD, gell? Bringst nur die Politik rein. Ja, es ist mein Steckenpferd. Was heißt Steckenpferd, ne? Nee, das heißt Stempelpferd. Stempelpferd, genau. Ja. Naja, und es wurde halt... Ich hätte dir sagen können, wie das heißt, aber du wolltest ja nicht hören. Holzschnecke ist das. In Sonneberg wurde jetzt der erste AfD-Landrat gewählt, mit 56% oder so, also relativ viel. Aber es war nach einer Stichwahl, das heißt... Nach einer Stichwahl, ja. Es war ja erst knapp und dann nach dieser knappen Wahl haben sich Leute noch zusätzlich entschieden, entweder wählen zu gehen oder doch für ihn zu wählen. Das finde ich auch relevant. Ja, es waren auch viele halt dann nicht mehr zur Wahl, die den anderen hätten wählen können. Ne? Meinst du, die alten senilen Renten haben vergessen, beim zweiten Mal zu wählen? Das könnte halt wirklich sein. Also ich glaube halt, bei so wiederholten oder bei Stichwahlen gehen eher die Radikaleren oder eher die Ränder wählen, als das so die Mitte. Das ist literally, was ich dir geschrieben habe. Ja. Du kannst doch nicht einfach hier meins klauen. Wenn du mir sagst, ey, ich bin nass geworden durch den Regen und sage, ich bin auch nass geworden durch den Regen, kannst du mir auch nicht sagen, was hast du mir jetzt auch geklaut. Der Vergleich hinkt auch wieder. Nee, weil es ist ja ein allgemeiner Konsens, was ich auch schon immer gesagt habe. Nein, ich habe das gesagt, also ist es mein Wort, was du hier missbrauchst. Aber ich habe was anderes gesagt. Ich habe gesagt, die Rentner, die so 80... Die rennen nicht mehr. Die 80-jährigen CDU-Rentner, die vergessen beim zweiten Mal wählen zu gehen, weil die senil sind. So. Ja, und deshalb werden die Rennen der gestärkt. Okay. Und jetzt behauptet Tino, dass er schlau ist, weil er das hier sagt, Das habe ich am Wahlabend noch gesagt. Ich will, dass das drauf ist, wie ihr euch jetzt auch vielleicht... Das habe ich am Wahlabend schon gesagt zu ausgewählten Leuten. Also, also nicht zu mir. Du, jetzt reicht's. Weil wir sind jetzt auch nicht ständigen politischen Austausch. Ja, weil ich nicht ausgewählt bin, habe ich den Eindruck. Naja, ich habe ja auch ausgewählt und keins von Leuten, die ich hasse, so, da bist du ja auch nicht drin. Das ist lieb. Ja. Das ist süß. Gibt's eine Schnittmenge? Alter, was ist heute los? Es ist Samstagabend. Ja. Gibt's eine Schnittmenge von Leuten, die du hasst und liebst, wo dann so ein Mittelpunkt ist, wo so ein. So ein Hassliebe? Ja. Quasi. Bestimmt gibt's das, aber weiß ich gerade gar nicht. Vielleicht KollegInnen manchmal oder so, wenn man so Kollegschaften hat. Die mag man. Nee, aber die liebt man. Aber es gibt so Momente, wo man sich denkt, oh nee, gar keinen Bock. Raus. Ist aber normal, glaube ich. Und auch so mit so Schauspielkolleginnen und so, wo ich wusste, okay, die machen gute Sachen, aber irgendwie finde ich die Persönlichkeit scheiße. Da gab es auch schon. Jetzt will ich Namen hören. Nee. Til Schweiger.
Habe ich nie getroffen, aber so in der Größe habe ich auch schon mal mit jemandem gespielt. Das hatten wir aber gar nicht besprochen. Ne? Vor so ein paar Wochen gab es da so ein Ding mit Til Schweiger. Dass der haben wir nicht immer, besprochen? Ich glaube nicht, oder? Haben wir es besprochen? Weiß ich nicht, aber am für mich war es... Am Saufen ist und rumpöbeln und alle scheiße behandelt. Das weiß man eigentlich in der Filmbranche, dass der halt irgendwie... Oh, Tino ist wieder, der wird einmal rumgereicht, quer durch die Tatortindustrie. Der nee, weiß, das aber... Das weiß man. Wenn man Insider ist in der Industrie, da weiß man das halt. Aber auch so weiß man, dass der unangenehm ist. Was man halt so hat. Ich weiß, so besoffen auf Facebook, der Song von Böhmermann und so, das ist ja alles irgendwie klar, dass der ein komischer Typ ist oder schwieriger Typ ist. Und ich kenne auch eine Geschichte, dass er an einem Tag mal nicht ans Set gelassen worden ist, weil er stinkbesoffen war und an dem Tag die Produktion halt kommen sollte oder die Filmförderung kommen sollte. Mhm. Dann haben sie gesagt, wenn der jetzt hier aufkreuzt und besoffen ist, dann kriegen wir kein Geld von denen oder so. Oder dann haben sie ihn halt in seinen Trailer eingesperrt oder haben ihn nicht ans Set gelassen. Mhm. Und andere Geschichten, die schwierig sind, ne? Weißt du, warum Trailer heißt? Wegen Trailer Park? Nee. Weil die früher hinter den Filmen liefen. Und das so als Trailer hinterher, weißt du? Ah, wenn verstehe. Du einen Trailer an ein Auto machst, wird es hinterhergezogen. Ja. Oder Spoiler gibt es auch, bei Autos hinten dran. Imagine, ne? Du bist der Typ am Set, der Til Schweiger einsperren darf. In den Trailer seines Films. Das sind so Geschichten, die man sich erzählt, ne, so, und die auch nachzulesen sind, nach jetzt diesem Outcall. Auf Attila Hildmanns Telegram alles nachzulesen ist. Wahrscheinlich. Naja. Jetzt hör mal auf, den Tinkwell ganz Set Kreuz zu feiern. Ja, aber es ist. Das darf nur ich. Okay. Es ist schwer. Ich muss ja auch meine Gags platzieren. Okay. Nein, Tino, es ist schön, dass du da bist. Ja, ach, sehr geil. Ich halte das aus. Ich halte das alles aus. Ja, genau, das aber ist noch, auch, noch was man aushalten muss. Aber noch zu Sonneberg. Wie gesagt, dann gab es dann kurz darauf so ein Video von einem, ich sage es jetzt Neonazi, denn der Mann hatte eine schwarz-weiß-rote Hose an, Punkt 1, ein T-Shirt mit Wehrmacht drauf. Jetzt bist du ja noch Modeberater oder was? Das ja, kann das Zufall gewesen sein. Also ein Wehrmachts-T-Shirt und auf dem Auto, auf der Heckscheibe Abschiebehelfer oder so. Wenn das kein Neonazi ist, dann gibt es keine. Die Autos dann ja gibt's keine. Der hilft den Migranten mit dem letzten Schub über die Grenze nach Deutschland. Ja, und Wehrmacht ist auch nur ein Historiker-Fan oder so, keine Ahnung. Hat halt so blaue Luftballons, zum Teil mit AfD-Logo irgendwie im Kindergarten verteilt. Und die Kindergärtnerin meint, ach schön, er hat nur keinen Luftballon und so. Es wurde jetzt dann quasi geleakt, wurde in einer AfD-Gruppe auch geteilt, wo erst die AfD sagt, wir kennen den überhaupt nicht, der ist irgendwie unangenehm, so, der ist manchmal aufgetaucht, aber der ist schon seit Jahren wohl bei AfD-Stammtischen aktiv gewesen. Hat Fotos mit Höcke, mit Brandner, Lochlin, Sonneberg-Kandidaten. Der ist bekannt auch als Neonazi dort, also sie versuchen wieder Scherben aufzukehren. Und viele haben auch behauptet, es wäre Fake gewesen. Obwohl der selber schon gesagt hat, irgendwie, ja, Entschuldigung, ich habe jetzt falsche T-Shirt mir rausgesucht an dem Tag und so. Huch. Ja, was man halt oben liegen hat, ne? Was man oben liegen hat, so. Was man hat, das hat man. Genau. Und das war schon maximal unangenehm. Ich muss das ja erklären, weil dann können wir es auch in Zukunft als Gag verwenden und Leute verstehen das. Also ich kenne eine Person und die flext damit, dass sie historische Dokumente hat, ja. Und die macht das aber so, wie nennt man so, ein Humble Brag, ja. Mhm. Wenn du quasi so, du sagst jetzt nicht, guck mal, wie geil ich bin, ja, guck mal hier, mein geiles Handy, wie geil. Also du sagst, ja, hat halt 3000 Euro gekostet, was man halt so hat, ne. Mhm. Und da sagt er halt so, was man hat, das hat man, na ja, so. Mhm. Und dann sagt er nur sowas. Und man weiß aber, wie so ein kleines Kind, weißt du. Das freut sich. Man weiß halt, dass er so ein bisschen... Darf man sagen, worüber er spricht? Nee, schade, lieber nicht. Jogginghosen. Ich habe noch einen Gag vergessen, den ich mir aufgeschrieben habe. Nämlich Skandal. Track Queen verteilt Luftballons vor Kindergarten. Erzieherin hilft mit. Ach nee, war ein Neonazi. Alles gut. Fehlalarm. Wollte ich eigentlich noch sagen. Ja. Nee, ich habe das natürlich jetzt ein bisschen weggeflaxt, was du erzählt hast. Ich habe das Video gesehen. Das ist schon alles legitim, was du da sagst. Aber die Tat, ich finde das echt gemein jetzt, dass ihr... Der verteilt da Luftballons an die Kinder und ihr wieder wollt wieder Plastik verteilen. Haben viele geschrieben, seinen Kindern egal, wer Luftballons verteilt, die freuen sich einfach drüber. Aber als Drag Queens Märchen vorgelesen haben, das geht überhaupt nicht, Frühsexualisierung ist nicht egal, wer da sitzt. Ich weiß nicht, du vergleichst da, das ist ja geil. Das ist der Vergleich, weil dieselben Leute. Sind das? Das sind die gleichen Leute natürlich, die bei Tagesschau irgendwo kommentieren. Gern, aber so, Drag Queens darf nicht sein, das sind die gleichen, sagen aber auch, so egal, wer Luftballons verteilt, da klar sind das die gleichen Leute. Und gut. Davon kann man ausgehen. Und noch zum Landrat, der jetzt gewählt worden ist. Es wird noch seine Demokratietauglichkeit geprüft. Denn es gibt nämlich im Wahlrecht auch den... Das müsste bei mir auch mal getaugt werden. Getaugt werden. Es gibt im Wahlrecht so eine Klausel, dass ein Landrat auch auf demokratischem Grundboden stehen muss. Alles irgendwie aus alliierten Zeiten und so, ne, um Faschismus zu verhindern. Also du kannst versehen, dass es auch noch durchfällt. Ne? Wer prüft das? Das, die Behörden, also Rechtsaufsicht macht das. Frau Müller. Wer stellt die? Also ist das auch wieder ein politisches Organ? Der muss Migrationstest bestehen. Ich würde dann so fragen, würden Sie diese Personen ausweisen? Also ich kenne es nur als... Ein Schwarzer, ein Inder und ein Weißer stehen vor Ihnen. Was tun Sie? Also ich kenne es nur als Rechtsaufsicht. Ich weiß aber nicht, wie das jetzt konkreter heißt.
ich Wahlausschuss, halt, keine Ahnung. Ich frage mich halt immer so, wer das wiederum ist, weil angenommen, also jetzt nur ein Beispiel, das wären jetzt auch irgendwie so rechte, undemokratische Menschen, die können dann sagen, passt alles. Und ich frage mich, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wir noch doch einen Fehler im System haben, der uns den Faschismus wiederbringt. Und ja, da muss man halt genau hingucken. Ne? Na, das Krasse ist ja auch der Verfassungsschutz, ne, wo die AfD immer sagt, ja, die sind doch alle gelenkt von der Regierung und so und die darf man nicht ernst nehmen. Aber wo sie selber ständig Verfassungsschutz quasi zitieren in den Anträgen, wenn es um links geht oder um migrantische Straftaten. Also Verfassungsschutz sagt das, wenn die, selbst die das gesagt haben. Aber wenn es um sie geht, dann ist es keine seriöse Quelle. Das machen die ganz, ganz oft. Oh. Muss man schon, ich finde, man darf den Verfassungsschutz ruhig kritisieren. War ja auf rechten Auge lang auch blind, NSU und so, und haben sie ja mit aufgebaut. Aber ich finde, man muss auch konsequent sein, wenn man sagt, der Verfassungsschutz stuft uns falsch ein als Nazi-Partei, dann muss man aber auch sagen, dass auch die anderen Zahlen gefälscht sind und nicht irgendwie ausgewählt. Das wäre vielleicht logisch, aber es gibt ja nicht die guten Umfragewerte. Ja, die sind ja auch gefälscht angeblich, irgendwie diese Kriminalstatistiken, ja, für die Rechtswerte immer noch viel stärker gemacht von Merkel und so, die eigentlich Nazis sind. Wo ich sage, also Merkel ist Nazi, manipuliert. Das schneide ich so an den Anfang. Gerne. Sorry Leute, das ist eine politische Folge, aber nach hinten raus wird es weniger. Ja. Tschüss und Intro. Also Merkel ist ein Nazi, aber sie manipuliert... Doch noch nicht Intro. Aber sie manipuliert die Zahlen, dass Nazis die schlimmsten sind. Irgendwie unlogisch, yeah. Oder? Und dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Und letztens bei Facebook einer, du weißt aber schon, wer hier den Verfassungsschutz irgendwie leitet und lenkt. Ich sag, ja, wer macht das denn? Nee, jetzt rede ich nicht mehr mit dir. Weißt du, sobald du mal nachfragst, fällt alles halt wie Kartenhaus zusammen und dann tun sie so. Du kannst halt nur nachfragen, wenn nicht irgendwelche Linke den Stand blockieren. Das war ja Facebook. Ach so, ja dann. Oder Twitter, weiß ich gar nicht mehr genau. Ja, ich will nicht so viel politisieren. Ich bin gerade sehr politisiert durch den CSD und so. Wir reden auch noch über Pimmel wahrscheinlich und über... Wer ist ein Pimmel? YouTuber oder so. Dieser eine da, dieser eine berühmte Pimmel. Wir haben doch da so einen berühmten Pimmel in Deutschland. Den Sommerkönig. Ach, der Hamburger hier, Oberbürgermeister oder so eine Art war das doch, oder? Nee, hast du jetzt gesagt. Ach so. Nee, aber du als Pimmel bezeichnet. Ja, so, ja, Zitat. Aber apropos, Umf hat einen neuen Pimmel. Die Band Umf kennen wir. Ja, Gott ist ein Popstar und so. Die waren vor 20 Jahren, haben wir mal ein Lied gehabt. Augen auf, ich komme. Genau, Augen auf, ich komme. Augenbrau, Alter. Und die waren ja quasi der Vorreiter von Rammstein tatsächlich damals. Also die meisten denken, dass sie Rammstein kopiert hätten, aber es war umgekehrt tatsächlich. Und die hatten dann auch große Erfolge gefeiert, wie halt Augen auf und so weiter. Ja, aber und so weiter. Und so weiter, also, naja, ja. Augen auf, das Spiel, Lied vom Tod, letztes Streichholz, Gott ist ein Popstar. Ja, das sind Lieder von denen, aber waren die auch Träumst in den Charts? Träumst du, ja, also die waren eine Zeit lang richtig im Hype. Okay, hab ich nicht mitgekriegt. Ich hab die gerne auch gehört, glaube, Liebe Tod, großartiges Album. Jedenfalls ist dann der Frontmann Dero übelst abgedriftet in die verschwörungstheoretische Szene und so. Mist. Und rechtsradikal. Und dann hat auch Rom abgebrannt. Hat er auch noch gemacht, nebenbei so. Dann ist er rausgeschmissen worden und hat sich getrennt von Umf. Und die beiden anderen, die Songs mitschreiben, sind geblieben. Wir haben jetzt nach 3 Jahren einen neuen Sänger und er heißt Der Schulz. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist ja fast so toll wie der Typ von Onkelz, der W heißt. Das sind einfach diese coolen Namen, die einfach wie die Lochis. Das sind einfach coole, sexy Namen. Der Wendler. Jetzt Hero. Ja, stimmt. Ja. Weißt du, wo die sich gegründet haben? Umf? Nee, Unverstellt. Unverstellt. Offensichtlich. Ja. Wahrscheinlich, ja. Kennt ihr, das ist ein lokaler Witz. Tut mir leid, Leute. Tschüss. Aber Dero ist wohl wieder auf der richtigen Spur. So hat sich entschuldigt für viele, was er gesagt hat. Dero des. Dicke Sorry. Genau, dicke Sorry, Leute. Sorry an die Bevölkerung von Deutschland. Ist eigentlich, was ich kurz vorher wisst, jetzt kurz, ich hatte ein kurzer Video-Spoiler. Ist eigentlich Nena rehabilitiert wieder? Ist das jetzt... Ja, die wurde ja nie so richtig dafür geflamed, ne? Also so, weil die zu viel Erfolg hat, ne? Ja, in so ganz linken Kreisen war die schon sehr verhöhnt so, aber verpönt. Aber der Mainstream hat die irgendwie nie so abgewiesen. Die war immer noch auf Stadtfesten und im Fernsehen. Easy. Die hat sich nie entschuldigt für ihre komischen Auftritte bei Querdenkern und so. Ich werde das jetzt mal ganz wissenschaftlich recherchieren. Ich gehe jetzt auf ihr Instagram-Profil. Check mal deine Nachrichten. Was ich glaub, ist denn da? Hat die jemand geschrieben? Na, guck mal, hast du kurz gesehen? Habe ich gesehen. Hm, witzig. Und ich guck mal, wie so die Interaktion hat die überhaupt? Ja, Nena Official. 130.000. Ist relativ wenig. 5.000 Likes hier, 3.000. Naja, die ist gecancelt. Die Ach findet so. De facto nicht mehr statt. Deshalb sind da 80.000 Leute vor ihr. Ja. Na, ja. Das ist ja alles in alte Aufnahmen. Das ist noch aus Richie Guitar hier. Ach so, okay, I see. Ja, Nena ist auch wie 100 und hüpft noch rum. Das ist total. Die ist doch nicht 100, die ist. 99. Ja, warte mal, stimmt. Logisch. Ja. Die muss ja 60 sein, demnach. Na, die wird jetzt so Ende 60 sein, bestimmt, oder? Nee, nicht Mitte 60. 60, sage ich.
63. 63, Mitte 60er, ja, ja, gut. Ja, guck mal, ihr Partner heißt Philipp Palm. Noch. Noch. Ihr noch Partner. Ja. Larissa Kerner hat ihr, was, warum heißen die alle Kerner? Ja, weil die ja auch Kerner heißt. Ach ja, stimmt. Gabi Kerner oder so heißt die. Stimmt. Doch, die hat einen Nachnamen? Ja. Ich dachte erst Nena. Stimmt, Nena Kerner, das geht ja sogar in dem Lied so. Echt? Ja. Ich Mädchen, Mädchen, Mädchen. Alter, dir ist gerade richtig Schuppen von den Ach Augen so. Gefallen. Ja. Ach so, von die Ärzte. Ich dachte jetzt von ihr. Nee. Ja, die singt ihren eigenen Namen nicht. Nena Kerner. Die Onkels sind zurück. Gibt's ja auch solche Songs irgendwie? Wir sind die Onkels. Die haben mindestens 20 solche Songs. Wir haben noch lange nicht genug. Das muss die neue Onkel sein. Ja, ist so gut. Den Tino hören. Wenn die weg sind, hören wir ein bisschen Onkels. Hast du nicht vorhin Onkels gesungen, so, ja, oder gestern? Ja, stimmt. Ja, nur weil einer von euch das. Da kam der Ohrwurm rein. Indoktriniert hat. Ey, ich sag's wie es ist. Die Onkels stehen jetzt gerade besser da als Rammstein. Und nee, ja. Das war, ja, eh, die Onkels haben einen besseren Ruf als Nena. Das musst du erst mal schaffen, oder? Gute Freunde. Ja. Ja. Egal. Auch die Band Weimar übrigens hat sich auch mit Till Lindemann solidarisiert. Klar. Naja. Gut. Dann haben wir ja alle beisammen. Ja, ich werde mit meiner YouTube-Karriere auch nochmal aufstehen. Der Mann von Waschkoxon stellt sich an Till Lindemanns Seite. Echt? Selbstverständlich mache ich das. Wirst du jetzt hier klare Kante zeigen? Ich zeige klare Kante. Künstler unter sich, die müssen sich unterstützen. Ich meine, die Mädels, die wollen ja auch eine Aufmerksamkeit. Gab einen Kumpel, der hat da vom Leder gelassen, war lustig, aber... Ja, die ganz anonyme Anzeige. Nein, oh, ey, das darfst du nicht so stehen lassen. Ich meine, der wurde jetzt nicht genannt, aber bei ihm ist es halt wirklich diese Blauäugigkeit und nicht dieses... Der hat halt nicht dieses gehässige, die Frauen, die wollen doch nur den Ruhm, sondern halt dieses... Ja, die Frauen wollen doch nur den Ruhm. Ich weiß nicht, ich kann mir halt vorstellen, dass sie halt... Ne, so. Es ist schwer zu erklären, ich weiß, es ist du, ganz lieber. Ich weiß, wen du meinst. Ich habe auch mit einer Person letztens gesprochen. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Wollen wir nachher nochmal sprechen drüber. Kennst du ja. die Person? Ja. Der beste Pokerspieler der Welt. Sagt man sich. Ja, das habe ich nie gesagt. Ja, wir haben einen guten Flow, aber wir haben noch nicht ein Thema wirklich angesprochen. Doch, ich habe Umf angesprochen, ich habe hier Sonneberg angesprochen. Alter, jetzt komm noch hier mit Umf, das ist doch kein Thema. Umf ist Schreibt ein Thema. Mal in die Kommentare, wer von euch kennt noch Umf? Ich dachte doch immer, die heißen Umf. Umf kann auch sein, Umf, keine Ahnung. Umf. Aber ich dachte auch eher Umf. Kann naja, sein. Also wir kommen, ich nehme auch mal letzte Woche hoch. Titan und so, oder? Genau, du hast nämlich da noch gar keine Gelegenheit gehabt, drüber zu reden. Und es gibt zumindest eine kleine neue Entwicklung. Es gab nämlich einen YouTuber, der auch diese Tour machen wollte. Genau. Dadurch habe ich das jetzt erstmal gecheckt, dass die quasi viermal, beziehungsweise dreimal wollten die diese Tour machen nach unten und haben es immer abgebrochen. Und beim vierten Mal, das wäre quasi der erste Test sozusagen gewesen, die vierte Mission darunter, die ist dann verunglückt so. Ja. Und in der dritten war ein YouTuber drin, der auch so schon irgendwie über 10 Millionen Abonnenten hatte. Und der war halt zufällig, oder hatte das Glück da, oder was auch immer, das ja, Glück, da auch eingeladen zu werden in die Mission 3. Und hat halt so ein 20 Minuten Behind-the-Scenes-Video hochgeladen. Was ich ein bisschen makaber finde, weil er hat das auf jeden Fall geschnitten, als die noch nicht als tot erklärt waren. Wahrscheinlich, weil es kam ja. wirklich an dem Tag, als sie quasi offiziell tot waren, kam ein fertig geschnittenes Video. Ein bisschen schwierig, aber das hat alle nicht gejuckt, keine Ahnung. Und er zeigt halt wirklich alles. Also du siehst da die glücklichen Pimmel, Leute. Pimmel, Hoden, alles. Alles. MCMs Sack. du siehst den Typen glücklich mit seinem scheiß 30-Euro-Controller da rumspielen und ja, so steuere ich das Ding und so. Und zwei Wochen später sind die quasi tot. Ne? Und er versucht das immer so einzuordnen und sagt, ja, bitte, da sind halt viele Lacher jetzt zu sehen und wir hatten eine gute Stimmung, aber ist halt alles blöd. Jetzt versteht das und so weiter. Und dann sitzen die auch in diesem scheiß Boot drin. Du siehst halt auch von innen die Ansicht. Ob wie eng das ist und so, ne? Ja. Und die gehen halt runter und irgendwie, weiß ich nicht, sind sie 100 Meter tief oder testen halt so an und tauchen wieder auf und ist abgebrochen so. Also knapp dem Tod entkommen quasi. Und das ist richtig viral gegangen. Als wir gesprochen haben vor zwei Wochen, war ja noch so die Vermutung, dass sie ja noch irgendwo rumliegen, ne, und irgendwie keine Luft mehr kriegen. Also das ist halt das U-Boot, irgendwie da liegt irgendwo und sie halt keine Luft mehr kriegen irgendwann. Aber offenbar war es ja gar nicht so. Und die müssen ja sofort implodiert sein, so innerhalb kürzester Zeit. Und die müssen auch den Tod gar nicht gemerkt haben. Also eine Expertin meinte wohl, das merkst du gar nicht. Es geht so schnell, du bist sofort tot. Ja, das Implodieren dauert 0,2 oder 2 Millisekunden versus 36 Millisekunden, die du brauchst, um es zu checken. Ja.
Irgendwie sowas in der Art hatte ich auch gesehen. Puff. Genau, Puff bis halt tot, deswegen haben die nicht viel gelitten, was ganz gut ist, wenigstens so. Naja, aber die haben vielleicht vorher die ganze Zeit Panik geschoben und Scheiße an die Wände geschmiert oder so. Und du weißt ja nicht, wann das war, ne? Man weiß ja auch nicht genau, wann die den Kontakt also was passiert ist, nachdem der Kontakt war. Kann natürlich auch sein, dass sie ganz glücklich runter sind, Puff und das war's. Also ich habe auch den Knall schon mitbekommen, also irgendeine... Die haben Schuss quasi gehört. War das denn? Irgendeine Vereinigung oder irgendein Unternehmen, weiß ich gerade nicht, wer das war, ob es Geheimdienst war, haben diesen Knall wohl gehört. Hörgerätehersteller gewesen. Wahrscheinlich, sind. Genau. Und haben wohl diesen Knall wussten aber nicht, was es war. So. Es gab aber auch noch ein Klopfen angeblich, was sie gehört haben sollen, war aber alles Quatsch. Diesen ist nicht innerhalb von wenigen Minuten implodiert sein und es war vorbei. Und ich fand es furchtbar beklemmend, diesen Gedanken, dass gerade Leute da drin sitzen und nicht wissen, wie es weitergeht und die da langsam mal sticken. Aber es ist ja nicht passiert. Ja. Ja, gab es ein virales Video zu. Insofern Ende gut, alles gut. Quasi, ein paar Milliardäre weniger und so, ja. Wenn man jetzt ganz böse sein möchte. Ja, sind wir heute mal böse, oder? Sind wir heute mal böse. Ja, und Hackfleisch für die Fische. Ja, Nachhaltigkeit. Ja, da gab es ja jetzt auch das irgendwie, ich weiß nicht, was das für eine Meldung war, vermeintliche nicht Überlebende, wer sagt mal, Überreste, ja, aber wie sagt man, sterbliche Überreste? Oder ja, so? Genau, ja. Ja, sagt man. Vermeintlich gefunden. Das ist halt auch so ein, wir haben da so eine Schippe Sand aufgehoben und jagen es jetzt mal durch den Scanner durch. Das ist irgendwie eine ganz komische Meldung gewesen, weil da ist, glaube ich, nicht mehr viel übrig. Wahrscheinlich vielleicht noch so ein Auge oder so ein Finger oder so. Mhm, kann ja sein, oder ein Zahn, wer weiß. Stimmt, die Zähne können auch gehen. Ja. Mhm. Und das stimmt in dem Fall. Ja. Oh Gott. Tauchen. Wenn der Zahn oder ausfällt, hier von ihrem Mann noch, egal. Ich würde nie im Leben in so ein scheiß U-Boot reinsteigen. Also guck dir das Video mal an. Also ich habe ja so auch schon gesehen, ich fand es ganz gruselig. Ah, gar keinen Bock. Ey, vor allem, die werden ja dazu genietet. Die können wirklich von innen das nicht aufmachen. Das ist, Alter. Aber so. Die müssen schon mal gefahren sein. Also so ein deutscher Millionär hat auch gesagt, der war auch mal drin und so. Und da gab es auch Schwierigkeiten, mussten dann irgendwelche Sachen, die abgefallen waren, mit irgendwie Gaffertape oder so, mit Kabelbinder festgemacht haben. Und es war wohl auch sehr beklemmend, aber hat funktioniert, war auch sehr schön, meint er. Aber er wird es nicht nochmal machen, jetzt nachdem es halt diesen Vorfall gab, aber ist ja auch nicht möglich. Meinst du, kannst du wieder reparieren? Gute Frage. Und ganz viele... Das ist wie dieses DDR-Lego. Wahrscheinlich. Bisschen verformt. Und ganz viele Großblockbaumeister. Ganz viele U-Boot-Expertierende haben auch die vorgewarnt, haben auch Briefe und E-Mails geschrieben, so, dürft damit nicht tauchen gehen, das ist mega gefährlich. Und hat es wohl ignoriert, dieser Betreiber. Also es gab richtig viele Vorwarnungen und so. Ist auch nicht geprüft worden. Ich google hier gerade mal den kleinen Großbaublock, was? Baumeister. Das wird ja richtig groß, du. Da kannst du Plattenbauten. Da kannst du richtig mit kleinen Balkons und Blumenkästen und so weiter. Da kannst du richtig... Ja, keine Ahnung, das ist faktisch unmöglich. Das ist einfach fake. Das lag wohl an dir. Das lag nicht an mir. Du kannst meine Mutter hat auch gesagt, das war scheiße. Du kannst da hier ganz Weimar West nachbauen. Das ist so, ist so. Doch, geil. Also ich wünsche mir diesen kleinen Großblockbaumeister. Bitte ans Postfach, was wir nicht mehr haben. Ich kann euch auch gerne meine Dortmund-Adresse geben. Okay. DDR-Lego. Kann man nicht auch eine Packstation haben, so eine kostenfreie? Ja. Oder Paketstation? DDR-Lego ist noch schlimmer. Also wenn irgendwas nicht hält, dann das. Hm. Zu unserem Leid war die DDR-Mauer nicht aus DDR-Lego gebaut. Nee. Das ist das Einzige, was gehalten hat in dem Scheißstaat. Oh, nee, stimmt nicht. Die Mixer waren auch der Wahnsinn. Hä, hey, die hat man gebaut fürs Leben. Ich habe jetzt, weißt du, was ich von unserem Opa jetzt alles für Sachen gesehen habe? So ein Sowjet-Rasierer und so, wo du so kurbelst, ja? Das hält fürs Leben. Kannst du... Der hat wirklich alles da aus in den kleinen Großblock-Baumeister. Ja. Katastrophe. Ich hatte einen Wunsch. Ja, tut mir leid. Postfach kann man sich machen, das ist eine Packstation. Ja. Packstation kostenfrei. Da kann uns Marie B. wieder Bilder schicken, bin ich mir sicher. Also ich habe da damals einmalig Geld bezahlt und dann habe ich es nie wieder geöffnet. Ich habe den Schlüssel immer noch, ich hoffe... Lass mal öffnen. Nee, es ist mir auch mal passiert, dass ich mal irgendwie durch Corona halt ein halbes Jahr nicht da war, so, weil es ging, war ja auch nicht immer Weimar. Und ich wollte auch halt eines Tages wieder hingehen, so nach einem halben Jahr, und da ging es nicht mehr. Ich habe dann auch mal gefragt, die meinten dann, ja, wir haben es ausgetauscht und haben alles zurückgeschickt, was per Post kam. So. Mhm. Aber ich muss auch nichts bezahlen und ich sollte den Schlüssel auch wieder abgeben, haben sie gesagt, wenn ich noch habe. Und die waren da sehr entspannt. Mhm. Ich hatte mir ein neues Postfach geholt. Ich glaube, jetzt wäre ich nicht so schluderig mit einem Postfach, aber... Mhm. Das war, also ich will es jetzt nicht runterreden, weil alle Liebe an Leute wie Marie B. und Jenny und so, die mir so Sachen geschickt haben, aber das war dann halt eine Zeit lang sehr overwhelming, weil es halt nur sowas war quasi. Und dann
Ist halt scheiße, wenn mir Leute schreiben, sie haben da was geschickt und ich krieg dich nicht dazu, dieses fucking Postfach aufzumachen, ist halt einfach irgendwie heartbreaking, aber machst du ja nichts, ne? Ja. So, es soll ja auch so Podcasts gegeben haben, die waren so in offenen Kanälen, haben auch mal Fanpost bekommen, wo dann die Redaktion so neidisch war. Ja. Habe ich gehört. Habe ich auch. Stimmt. Können jetzt jemand mal hier Frankreich erklären, was ist denn da los? Also ich habe auch nur am Rande verfolgt, dass halt ein junger Mann erschossen worden ist von der Polizei. Und darauf gab es halt einen riesigen Aufstand von halt sehr linken Leuten oder antirassistischen Leuten, besser gesagt. Ob die alle links sind, weiß ich nicht. Und haben richtig Radalle gemacht. Ne? Also haben Brände gelegt und Polizisten angegriffen und so. Wobei aber die Großmutter, glaube ich, war das, von dem Toten dann auf die Straße ging und sagte, hört auf damit, so, das bringt überhaupt nichts. Wir müssen halt die Verantwortlichen dafür in Verantwortung ziehen. Zack, haben sie die Großmutter angezündet. Genau. Mhm. Nee, also klar, ich sehe ihren Gedanken. Aber wenn ich mir aber so angucke, wenn die Polizei gegen sich selbst ermittelt, was da so rauskommt, kann ich auch verstehen, dass Leute halt einfach nur keinen Bock drauf haben, sich darauf zu verlassen, dass halt der Staat oder die Polizei selber ermittelt. Mhm. Weil die decken sich doch, die Cops. Also wirklich. Da gibt es doch ganz, ganz selten mal irgendwelche Konsequenzen von Polizisten, die was am Stecken hatten. So. Oder die Kameras fallen alle zufällig aus und so. Es ist ja alles dokumentiert mehrfach. Für mich ist das ein zweischneidiges Schwert, weil ich finde das auch immer echt gut, dass in Frankreich bei jedem Scheiß Revolte ist. Ja, die also es gibt gut. Ja, das ist ja schon so ein Running Gag, die französische Regierung ist die einzige, die wirklich Angst vor ihren Bürgern haben. So. Ja. Und das finde ich an sich gut, aber würde man hier jetzt, wenn plötzlich hier ne, die AfD-Wähler plötzlich alles anzünden, würde man auch nicht so gut finden wahrscheinlich. Kommt ja drauf an, wer es ist. Wenn es Linke macht, bin ich immer ganz froh. Ja, aber deswegen habe ich gerade... Also nichts anzünden, Leute. Ich meine, es ist nur geistig irgendwie, dass man Diskussionen anfeuert und so. Man kann ja anzünden, die Kippe sich. Kippe so. Anzünden. Nicht Kippa, Kippe. Die Kippe kann man sich auch anzünden, ganz sieht lustig richtig aus, aber. Es hat sich gerade ein bisschen Kippe angehört, deswegen möchte ich wissen. Aber es ist halt trotzdem auch einfach dumm, ja. Und hier in Marseille zum Beispiel gab es jetzt den Fall, dass sie die Bibliothek angezündet haben. Das ist schlecht. Und ich bin selber nicht der größte Bibliotheknutzer, aber das ist halt ein Ort, wo du kostenlos rein kannst ins Warme, wo du eigentlich. Pullern gehen kannst. Kostenlosen Service aufs Klo wahrscheinlich auch, ne? So, was eigentlich für die Ärmsten der Armen was Gutes ist. Und das wird angezündet, das ist halt einfach braindead. Ja, voll. Absolut, das sehe ich auch damals bei G20 so, wenn man so ganz willkürlich so Familienkutschen angezündet hat, das bringt halt nichts, ne? Familienkutschen, so mit Pferd? Ja, genau. Ja, genau. Und dann, so sind die apokalyptischen Reiter dann entstanden. Quasi, daher kam das aus Hamburg, G20. Ja. 2000, wann war das? 20. Nee. Logisch. 15 oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ja. Ich wo glaube, auch dann, 17. Wo ich auch angerufen worden bin von einem besorgten Nachbarn von meinen Eltern irgendwie. Oh, euer Tino ist auch gerade in Hamburg und so und zünden da Leute an. Und ich war halt an der Uni so und ich, nein, bin ich nicht. Meine Mutter so, bist du echt gerade in Hamburg? Ich so, nein, ich bin in der Uni, ich habe andere Sachen gerade zu tun. Ich habe gerade aus der Regie, es war 2017. 17 war es. Marlene, Alter, du machst einen Aufwasch heute. Wir haben eine Spülmaschine ohne Aufwasch. Ja, okay, es heißt Abwasch bei euch. Ist okay. Schön, dass das Thema wieder kaputt geht. Aber ich kenne auch Abwasch. Ja, Aufwasch. Ja, ich wasche ich auf. Ich wasche ab. Auf. Ich wasche ab. Ich nehme es in die Hand, hebe es auf und wasche. Weil du wolltest gerade voll den Punkt machen. Jetzt sind wir hier schon wieder bei so einem Wortscheiße. Ja, mach deinen Punkt. Wen wollen wir anzünden? Nee, ich wollte nur sagen, dass es halt sinnlos ist, irgendwie willkürlich Sachen anzuzünden. Wenn, dann bitte mit Bedacht und gucken, wem das Auto gehört. Ja. Bitte immer eine Brandschutzdecke um das Objekt, was ihr anzündet, damit ja kein Feuer auf irgendeine Unbeteiligte. Ja, also darf keiner verletzt werden. Apropos anzünden. In Schweden wurde genehmigt, dass ein Koran verbrannt werden darf. Warte, aber nur eine Ausgabe haben sie gesagt. Das ist okay. Eine Aussage? Ist das jetzt eine Gag Ausgabe. Oder ist das ist Informiertheit Gag. Von dir? Informiertheit, hallo. Also die Polizei von Schweden hat erlaubt, einen Koran ganz knapp, also in Stockholm, neben einer Moschee zu verbrennen. Warum? Ja. Das ist ein sehr enttäuschter Moslem, der quasi seiner Freedom of Speech da Ausdruck verleihen möchte. Das war so ein kontroverses Ding, was diskutiert wurde, aber also. Nee, da bin ich klar, raus. Es ist auch wieder hier eine Nazi-Keule, wenn ein Nazi einen Koran anzündet, ist irgendwie nicht cool so. Kommt auf Background also, an. Das ist ein fucking Buch. Wenn das dein Eigentum ist, dann zünd das doch an. Ist mir doch ja, aus historischer Sicht ist es schon schwierig, Bücher zu verbrennen. Egal, ob es jetzt ein Harry Potter-Buch ist oder jetzt die Biografie von Dieter Bohlen oder so oder halt ein Koran oder so. Finde ich alles ziemlich schwierig. Ich bin da Hardliner-Amerikaner. Freedom of Speech. Oh, ich war letztens gestern essen bei dem Italiener hier am Theaterplatz. Ja.
und die hatten da so Blumen und Bilder aufgehangen und ein Bild von Thomas Gottschalk, einfach random. Okay. Thomas Gottschalks Biografie, der im Regal stand, ja, zwischen schönen Blumen und so. Aber der war nicht irgendwie mal dort. Ja, ein Theaterplatz. Okay, weil, bitte? Ja, war der mal dort? Hat er sie weiß ich nicht. Im Gänsemännchenbrunnen gibt es ja so ein Etablissement, wo so ganz viele Promis an der Wand sind. Also auch beim Kino gibt es einen Bäcker. Promis, aber... Ja, auch beim Kino hieß der Bäcker wohl auch so Kalkofe da war und so Otto Walkes, keine Ahnung, irgendwelche solche Leute. Ja, die ganz stolz drauf sind. Dürfen sie auch sein. Ja, siehst du, ich hatte noch so einen guten Punkt, den habe ich jetzt auch wieder vergessen. Tut mir leid. Zimmer quitt. Okay. Wobei ich meinen nicht vergessen habe. Warte mal, von was hatten wir es eigentlich gerade vorgeredet? Koran verbrennen? Frankreich. Koran verbrennen erstmal und dann... Ach so, in Amerika wurde beschlossen, ist auch schon wieder länger her, aber da wurde halt vom Supreme Court gesagt, dass Geld Freedom of Speech quasi beinhaltet. Also Money is Speech wurde da... Also wenn du zum Beispiel an politischen Kandidaten viel Geld spendest, dann ist das deine freie Meinungsäußerung. Aber was ja eigentlich impliziert, dass jemand, der wenig Geld hat, weniger Speech Freedom als jemand mit viel Geld. Und das ist doch klar, dass das amerikanische Wahlsystem total für die Katz ist, weil die kriegen ja auch quasi kein Geld für den Wahlkampf. Es ist ja hier anders, hier kriegst du eine Wahlkampfrückerstattung quasi für Stimmen, die du kriegst und so. Und kannst das finanzieren. Den USA kommen halt deswegen, weil die halt keine Wahlkampfhilfe bekommen vom Staat, kommen halt nur die Reichen an die Macht. Das ist so ein bisschen auch der Grund dafür. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit, na klar. Und je mehr Freiheit, desto freier sind auch alle Menschen. Wissen wir ja. Mein Bernie. Bernie hätte es sein sollen. Burn. Das ist so ein Lieber. Burn, Motherfucker. Naja, gut. Andere Dinge, die brennen. Russland. Oh ja. Brennst da? Da habe ich nur mal so eine Überschrift gelesen, dass... Oh Wunder, also dass Drohungen an die Familie von, hier seinen Namen sagen? Prigozhin. Dass seine Familie oder die von seinen Kameraden, Soldaten, Söldnern, wie auch immer man diese seine Untertanen, dass die halt bedroht worden und deswegen sind sie umgedreht. Oh Wunder. Das ist total schräg. Also, aber es ist. Beim letzten Mal nicht gesagt, also Herr Lukaschenko, der Held der Nation Russlands, hat vermittelt und dadurch dafür gesorgt, dass, ja, also, was eigentlich? Dass der Krieg, dass Russland, der zweite Einmarsch in Russland, nicht, dass der gescheitert ist. Ja. Und die gehen jetzt, also der Yevgeny Prigozhin, der kann jetzt nach Russland, nach Weißrussland gehen und da sein Dasein pflegen, ne? Ja. Beziehungsweise nicht, also je nachdem, wie die da, das ist total komisch. Also was wir sehen, dich interessiert, habe ich den Eindruck? Doch, schon, ich bin noch gerade müde. Ja, bisschen müde, bin ich geschlafen. Also sagt dir das Thema Burger King was? Macht dich das munter? Burger King? Mhm. Sagt dir, ja, mach weiter. Hatte ich vorgestern. Wer ist dieser Wall? Aha, Tino, bei Burger King ist es eklig. Ich weiß. Also was ich sagen wollte, ist, dass der russische Präsident nicht imstande ist, in der Invasion in sein Land zu stoppen. Er braucht sein kleines Kack-Nachbarland und das regelt dann. Ja. Spricht für einen starken Präsidenten, spricht für ein starkes Rassier. Vor wenigen Tagen ist auch wieder eine oppositionelle Journalistin irgendwie aus dem Fenster rausgefallen. Ganz die zufällig. Sind aber ungeschickt. Ja, die Fenster Russland müssen wirklich irgendwie undicht sein. Die haben einfach sehr schlechte Fenster. Da kann der Putin nichts dafür, die sind noch von damals. Die sind einfach so sauber und dann sehen die Leute nicht, dass man da halt... Ah, die sind so sauer, von denen kann man essen. Es waren die ukrainischen Nazis bestimmt, die die Fenster da alle irgendwie falsch montiert haben. Genau. Sie mussten die da einmarschieren. In der Ukraine. Es war spannend, also als dieser Putsch dann so im Gang war, war ich gerade auf Fortbildung in Göttingen und habe das so verfolgt am Handy. So war Abendessen, ich war so die ganze Zeit nur so am Handy, weil ich halt so wissen wollte, wie so der aktuelle Stand war. Da war ich sehr enttäuscht, als es hieß, dass sie wieder umgedreht sind. Der ist auch kein Held natürlich, dieser komische Führer da von der Wagner-Gruppe, aber es hätte wenigstens der Ukraine Zeit verschafft, hätte den Russen irgendwie Leute gekostet wahrscheinlich und Ressourcen. Also kurz zur Einladung, es ist einer der krassesten Kriegsverbrecher. Also das wird schwierig mit Held. Eben, also er ist überhaupt kein Held, aber er hätte halt zumindest irgendwie die Ukraine halt auch in die Zeit schenken können und Ressourcen genommen von den Russen und so. Er hätte wahrscheinlich nicht gewonnen, schreiben sehr viele Expertierende, aber ich weiß es auch nicht. Also wenn ich es richtig gehört habe, also überraschenderweise ist er nicht aufgehalten worden, aber überraschenderweise für ihn hat sich auch keiner angeschlossen. Alles Charakterschweine. Ich dachte ein paar hätten ihn wohl empfangen irgendwie mit so, aber es kann auch Propaganda gewesen sein von ihm. Ich meine halt rein militärisch, ne? Also dass das Volk sich in einigen Szenen gefreut hat und so. Das hast du ja immer. Ich glaube, er hat sich auch mehr erhofft und deshalb
hat wahrscheinlich aufgehört, weil gemerkt hat, okay, es wird wahrscheinlich nicht die Welle, die er sich erhofft hat. Wahrscheinlich nicht. Aber spannend, also trotzdem hat ja Putins Macht gebröckelt. Also ich glaube nicht, dass es inszeniert war, weil ja für ihn nichts Gutes rauskam. Außer man will irgendwie aus der Ukraine langsam sich zurückziehen und hat es als Weg oder als Ausrede genommen, dass jetzt irgendwie die Wagner-Gruppe schon mal aus der Ukraine rausgeht, die jetzt auch, glaube ich, weitergehen nach Belarus, glaube ich, ne? Genau, der stationiert werden. Machen die Wandertag einfach hier oder was soll wahrscheinlich. Das? Deswegen, das war so ein Gerücht, aber man weiß natürlich nicht, ne? Die, soweit ich weiß, also die können halt in die russische Armee gehen oder halt nach Weißrussland aus, ins Exil. Mhm. Das ist auch alles Pest und Cholera. Aber was nicht mal Spanien oder zur Einordnung ist ja die Wagner-Gruppe die einzige, die in den letzten Monaten Fortschritte erzielt hat. Nancy hatte Fortschritte um Bachmut. Jetzt ist die Frage, ob Russland noch irgendwie vorankommt, aber wir werden sehen. Vielleicht wird mal wieder teilmobil gemacht. Mhm. Und dann. Das ist keine russische Männer. Stell dir mal vor, die machen einfach ganz langsam so rückwärts, weißt du? Und dann stehen sie langsam wieder an ihrer Grenze und sagen, oh, es war ja nie was. Naja, ich meine, viele sagen ja auch, Putin könnte sagen, okay, die Operation ist erfolgreich abgeschlossen. Mhm. Und dann wäre gut, ne? Entnazifiziert. Ja. Also hätte ich gerne mal die Ergebnisse gesehen. Ja, wir haben so ein paar Dörfer irgendwie ausgerottet so und Leute hingerichtet. Das ist Ukraine-Nazi-frei. Punkt. Ja, du weißt ja, die können ja irgendeine Scheiße ihrem Volk erzählen. Ja, ja. Du musst einfach nur sagen, war erfolgreich. Und ja, ich glaube, die wissen, dass sie verarscht werden, halten die Schnauze oder die Leute lassen sich verarschen. Also. Wollte ich gerade sagen, also eine Bekannte von mir, die auch aus Russland kommt, ursprünglich hat mir auch erzählt, dass viele wissen, dass sie für dumm verkauft werden, ne? Und andere eben auch dann eher die Klappe halten, weil sie wissen, wenn sie das Wort Krieg im Mund nehmen, kommen sie halt ins Gefängnis. Wobei es auch wohl im Fernsehen erste kritische Stimmen gibt und auch zugeben, dass der Krieg irgendwie nicht gut funktioniert. Also ganz brutal ist es noch nicht, dass halt man so vorweggeschlossen wird, aber manche haben offenbar doch so eine kleine Redefreiheit, ne, im Fernsehen, aber eben auch nur ausgewählte Leute. Wer ist denn Team Wallraff? Um jetzt mal wieder zu Burger King elegant überzuleiten und hier nicht noch politischer zu werden. Na, Wallraff ist so dieser RTL-Experte, der versteckt sich immer, also sich so Masken aufmachen lässt, so Schnauzbärte und so, oder Blackfacing betreibt, habe ich auch einmal gemacht, oder welchen Unternehmen dann so Detektivarbeit macht und aufklärt. Ja. Wir waren bei Burger King auch im letzten Jahr, glaube ich, haben eben aufgedeckt, dass viele Burger King-Filialen doch echte Buletten, also Fleischbuletten anbieten, obwohl sie es als vegan verkaufen. Das und ist das Geheimnis des Geschmacks. Wahrscheinlich. Das ist, dass die hygienischen Zustände sehr schwierig sind. Zumindest in einigen von denen, wo sie gewesen sind. Das war letztes Jahr, genau. Was du erzählst. Weil das ist halt diese Woche nochmal und es ist noch viel schlimmer und da arbeiten auch Kinder und so. Jetzt habe ich es zusammengefasst. Check. Bitteschön. Es gab jetzt Änderungen, zumindest bei den veganen Hähnchen-Nuggets. Die erkennst du jetzt optisch, dass die halt vegan sind, weil da jetzt immer so ein bisschen Grünzeug drin ist. So. Wow. Ja, also die erkennst du jetzt. Lebensmittelfarbe reingespritzt. Nee, so ein bisschen Kräuter oder so, weiß ich nicht. Irgendwie Petersilie, weiß ich nicht. Aber du siehst optisch, dass es vegan ist. Aber du siehst es nicht bei den Rinderbuletten in vegan, ne? Weil es beim Hamburger oder so, da siehst du es halt nicht. Team Wallraff, gelingt es, über einen anderen Informanten Einblick in das Planungssystem zu erhalten und wertet die Daten aus. Innerhalb von 7 Monaten zeigt das System der Burger King Deutschland GmbH über 70.000 Rechtsverletzungen an, darunter Verstöße gegen den Jugendschutz, den Mindestlohn sowie Ruhezeiten. Hm. 70.000. Ja, ist nicht okay. Also verstehe ich das richtig, dass eine RTL-Sendung die Aufgabe übernimmt, die ja auch staatliche Institutionen machen sollten. Genau. Mal wieder. Der Hygiene hat keinen Bock mehr. Ich sehe kein Problem. Danke, RTL. Aber in Weimar haben sie jetzt auch dieses Panorama-Café zugemacht, ne? Panorama-Café, als am Goetheplatz war mit dem großen Eisding immer, dieser Eis. Ach, beim Brunnen direkt oder wo ist es? Nee, am Goetheplatz. Bei der Goetheplatz. Diese Eisdiele. Ach, da, wo jemand mal gearbeitet hat. Genau. Mm. Und die haben jetzt zugemacht quasi. Und da war so ein Zettel dran aufgrund von gesundheitsamtlichen irgendwas, Ermittlungen. Müssen die so einen Zettel dran machen? Das würde ich niemals freiwillig machen. Das, weil das Amt dran gemacht haben und es ist verschlossen, man darf nicht reingehen. Also auch die Betreiber dürfen da nichts mehr anrühren, witzig, weil ermittelt wird. Und ich meine, manche haben es gewusst, so durch Leute, die da mal gearbeitet haben, so. Mhm. Und es ist auch nicht der einzige Laden in Weimar, der gerade im Blick gefangen ist, der Behörden. Mhm. Ja, dann nennen wir die Gerberstraße soll auch. Da gibt's ja keine Gastronomie. Gibt's auch nicht. Kannst du weitere nennen? Ich kann sie euch nennen, aber nicht jetzt hier. Ja, ist, glaube ich, schwierig, wenn die noch im Dienst sind. In der nächsten Folge leak ich das alles. Okay. Team Herodes. Schaltet auch dann ein. Ausgeschaltet, wenn es wieder heißt, geht noch ins Venezia, solange ihr könnt. Ausgeschaltet worden in Amerika, Leute. Bei einem weiteren Mass-Shooting. Ach,
Okay. Da ist wohl die Ethik der Überleitung zum Opfer gefallen. Ja, also die haben das Jahr ist jetzt halb rum, nicht mal ganz. Die hatten jetzt fast 400 Shootings. Mhm. Können wir hochrechnen, wie viele das pro Tag sind. Shootings da. Leider keine Fotoshootings. Ja. Nee. Aber hier ist halt eins sehr viral gegangen, weil so ein Typ, also es gibt ein 4 Minuten langes Video, wie ein Typ mit Kindern redet und so, ah ja, immer schön den Sicherheitsgurt dran und ey, ja, passt und bleib in der Schule und so. Und auf einmal geht's los, oh mein Gott, ich höre ja, und 3 Minuten später quasi hat der Typ den Schützen erlegt. Und es sind 3 Minuten gewesen vom ersten Schuss bis dahin und es sind halt trotzdem 9 Leute gestorben. Warte, was? Ein Polizist war das, oder wie? Ne, der Polizist hat ja immer, hat ja immer so eine Bodycam. Ja. Und diese Footage ist halt sehr viral gegangen, weil der halt wirklich so, er redet mit den Kindern und macht, es gibt ja viele Berichte von bösen Polizisten und so, und er ist halt so ein shining Beispiel jetzt. Wahrscheinlich wurde es auch deswegen so schnell released, diese Footage. Guck mal. So, oh ja, ja, Kinder, ne, zieht euch einen Sicherheitsgurt an. Ist ja fast 3 Minuten später Actionfilm durch. Das ist echt krass. Ist fast schon wie so inszeniert fast schon. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, aber wirkt ein bisschen so, ja, Kinder, toll, so am besten auch schwarze Kinder vielleicht noch, ja, super, werd mal erwachsen so und mach tolle Sachen und dann, oh, Shooting, ich schütze euch, Schützen jetzt tot so. Ja. Aber natürlich will ich jetzt keine Verschwörungstheorien verbreiten. Hast du gerade, toll. Na ja. Kennst du Inception? Eine mehr oder weniger. Sobald du einen Gedanken im Schädel hat, heißt es, ist der da halt drin, du kannst gar nichts gegen machen. Das stimmt. Ja. Oder auch Paralleluniversen. Für jede Entscheidung, die du triffst, wird ein Paralleluniversum aufploppen, die andere Entscheidung quasi trifft. Das ist gruselig. Das ist jetzt hätte ich dir den Gag aus der... Für seine nächtlichen Aktivitäten, da haben wir so einen Gag in unserer Gruppe stehen, den hätte ich jetzt mal angesprochen, aber vielleicht wollen wir den noch machen. Verstehe ich nicht. Dass wir nachts also im Bett stehen. Achso, das ist witzig, machen wir noch. An meinem Bett stehen, nachts? Ist okay. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gepitcht. Achso. Also wir würden uns gerne nachts an einem Bett stellen. An meinem Bett? In schwarzen Morphsuit, eine mit einem Hut. Ja, danke. Tino hat irgendwie so ein Problem mit seinem Schlafparalyse-Dämon. Ja, aber... Das ist ja nicht mal ein Leak, da gibt es ja einen Brennpunkt Hörerwunsch zu. Ja, den haben vielleicht nicht alle gehört. Aber deshalb verweise ich da jetzt drauf. Oder war jetzt mindestens ein Jahr nicht mehr da? Ja, warte mal. Ja wohl Zeit. Ja. Der vermisst dich. Gute Idee. Ich empfehle den Doku-Film Nightmares. Just Don't. Der ist super. Just Don't. So. Sonst kriegt ihr das, wirklich. Ohne Scheiß, es kann passieren, dass man das kriegt dann, aber es ist egal. Die Angst vor den Schlafdämonen erweckt die Schlafdämonen. Ja. Ich habe noch ein paar Sachen, die wir im Schnelldurchlauf machen können, weil wir sind. Guck doch mal, wie die Zeit fliegt, wenn Was? Wir Spaß krass, haben. Alter, ja, stimmt. Reddit is Fun ist jetzt offiziell tot. Das ist für mich sehr schade, aber auch für viele andere Internetnutzer. Also dieses, was ich gesagt habe mit den IPS ist bei King of Queens. Dieses, ne? Hatte ich dich vor 3 Folgen mal gefragt. Hat ihr keine Chance und so. Die lassen Drittanbieter halt nicht mehr an ihre Daten ran, deswegen muss man jetzt die offizielle Reddit-App nutzen. Dumm. Okay. Ich weiß nicht, wie das heißt. API. Ach so. Da. Na dann rant it. Und das ist halt, also wirklich, ich habe die App aufgemacht und goodbye steht dann da und das war's und das ist sehr traurig. Ja. Und da wird jetzt gewundert sich, wird da jetzt ein Massen aber wohin, Exodus, ne? Ja, genau. Ist ja die Frage, gibt es jetzt eine Konkurrenz oder verhält sich es wie bei YouTube? Konkurrenz hat Twitch herbekommen in den letzten Wochen und zwar durch Kick und wie wir beide aufgeschlüsselt haben, ja, was klar, diese Headline bedeutet. Kaufen bei Kick. Ja. Kick, der Textildiscount. Ich hasse alles. es ist jetzt veröffentlicht worden, dass Kick einen hart gecodeten Promotion-Platz auf ihrer Startseite hat. Und zwar Platz 3 und Platz 5 ist immer für Gambling reserviert, weil die das so pushen wollen. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Das hat jetzt nichts mit deinem zu tun, deshalb diskutieren wir das jetzt auch nicht. Okay. Warum gibt es eine Videoplattform, aber zigtausend Porn-Plattformen? Das ist richtig. Keine Antwort. Also warum schafft es keine Konkurrenz, so zu werden wie YouTube, aber es gibt tausend Möglichkeiten, sich Porn anzugucken? Das ist richtig. Die Frage ist, wahrscheinlich, wenn man es aufdröselt, ist trotzdem irgendwie Pornhub oder so ganz oben und man kriegt es vielleicht nicht so mit oder so, weiß ich nicht. Es kann schon sein, dass sie eine Monopolstellung haben. Es gibt auch Vimeo und so, ne? Oder weiß ich nicht. Ja, es gibt ja andere, aber die sind halt nicht relevant und bei Porn geht es vielleicht nicht so um Relevanz von... Weiß ich nicht. Ja, aber ja, eigentlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es halt irgendwie 3 große Seiten gibt und die anderen halt irgendwie da sind, aber weiß ich nicht.
würde mich tatsächlich, also ich finde die Frage ganz, ganz interessant, weil so schwer kann es ja offenbar nicht sein, eine Videoplattform zu betreiben. Vielleicht ist es da auch was anderes, weil die Monetarisierung nicht so, weißt du? Weil YouTube ist ja auch. Das ist die einzige Sache, die ich mir vorstellen kann, ne? Dir darf ja nichts Schmutziges passieren, damit die Monetarisierung nicht fällt, und da ist es halt egal. Es muss schmutzig sein. Ja. Wobei jetzt auf Pornhub wahrscheinlich auch keine Werbung kommt für irgendein Handyspiel, oder? Keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich einfach andere Pornoseiten oder so, ist es meistens, oder? Ja. Das schieben sich untereinander das Geld hinterher, ja. Promo, Alter. Ich habe wieder Geld durch Werbung bekommen. Jetzt kann ich ausgeben für Werbung für meine Seite. Und dann rotiert das so. Ja. Vielleicht wissen einfach Vimeo und Clipfish und wie sie alle heißen, sich auch so untereinander. Und dann wird das. Die bilden einfach ein Netzwerk. Ich habe jetzt am Wochenende einen Pornostar kennengelernt. Hans Berlin heißt der. Den habe ich interviewt gestern. Okay. Heute ganz kennst Tag du Sven verpackt. Köln? Und der ist. Ich kenne Benno Castrop Rauxel. Und der ist halt ein HIV-positiver, schwuler Pornodarsteller. Der hat mir erzählt, der ist jetzt auch auf OnlyFans umgestiegen. Will aber sich langsam zurückziehen aus der Branche, ist auch egal. Jedenfalls meint er, bei Pornhub ist es wohl offiziell so, dass wenn du dein Video hochlädst, musst du eigentlich von jedem Darsteller oder Darstellerin schriftlich eine Einwilligung haben. Mhm. Also du musst nicht hochladen, aber wenn es gefragt wird, musst du es einreichen können. Die haben ja das hart geändert, so vor 2 Jahren, wo auch mein Account gelöscht wurde. Die haben so viel runtergenommen, weil die nur noch verifizierten Leuten quasi das erlauben, hochzuladen. Ja, ja, also wahrscheinlich hätte ich mich verifizieren können, aber ich hatte ja. Also so, ich habe ja wegen Urheberrecht da hochgeladen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch ginge, wenn ich verifiziert wäre, aber kann war sein. Dann die Mühe nicht wert. Ja. Spannendes Wochenende. Ja. Ach so, wegen dem Pornostar, den du kennengelernt hast. Na gut. So, das ist auch, Herr Trump wieder neue Sachen gewählt. Klar, mach mal, wenn es konkret ist. Ah ja. Und das ist, guck mal, für Tino. Olivia Chow hat Toronto jetzt, ist jetzt der Bürgermeister. Cool. Was, wer? Olivia Chow. Weiß ich nicht. Ich sage jetzt Hallo, witzigerweise. Als Bürgermeisterin. Cool, schön. So billiges Publikum. Sweet. Ja. Nein, also 13 Jahre war da halt irgendwie so Fascho-Bürgermeister-Scheiß. Ja, also Burger King wissen wir auch nicht mehr. Nee. Schade. Ich gehe jetzt schon ganz gerne mal so essen. So. Einmal im Monat, wenn ich mal echt Bock habe, dann gehe ich halt den Weg hin und hole mir was. Weiß nicht, es ist irgendwie. Schmeckt's mir so und Trash-Food. Und ohne Scheiß, ich merke, wenn ich das gegessen habe, bin ich voller Energie. So ein Bullshit. Ja, für eine halbe Stunde vielleicht, weil da Zucker kickt. Na, ich habe das gemerkt, wenn ich jetzt Tests bei uns bei der EZF habe oder so, oder irgendwie eine Lesung, irgendwas habe ich, wo ich auftreten muss, so viel reden muss. Wenn ich vorher esse, also Burger King esse, habe ich voll Energie und bin voll wach. Okay, ich möchte mich von dieser Aussage strikt distanzieren. Es ist ja auch nur anekdotisch jetzt, ne? Das ist wahrscheinlich kein Wachmacher, aber bei mir helfen Energy Drinks und Cola nicht. Bei Tino ist es halt, passt auf, Leute, ich kann euch das erklären, bei Tino ist es der Kick des Verruchten, ja, weil Tino ist ja so ein Saubermann, ja, da ist ja nie Cheat Day und dann macht er diesen verbotenen Akt bei Burger King. Aber es sind ja auch vegane Burger. Ja. Und denkt man. Den sich reinzuschlürfen, ja, und dann auf einmal, oh, Alter, ich fühle mich so gut. Ich habe letztens einen Salat geholt dort mit halt so veganen Streifen drin, hatten wir nach Hause genommen. Also hier schönes Rindersteak und dann veganer Streifen. Und nach Hause genommen und dann quasi in einen Wrap reingemacht und das als Wrap gegessen. So übelst geil. Mit so Balsamico-Dressing und so. Ich kann es einfach weiterverkaufen. Nimmst Burger King-Sachen, packst sie in Wrap und dann zack, fertig laden. Kauft keiner. Zack, laden. Da kann ich alle paar Minuten hoch, um mir dieses Zeug zu holen. Das kann ja eigentlich nicht verboten sein, oder? Also wenn du in den Laden gehst und deinen Ketchup holst für deinen Sub oder was du da machst, das ist ja, kannst du ja auch nicht sagen, du verkaufst dir meinen Ketchup weiter. Ja, dann musst du das wahrscheinlich ja richtig nicht. Teuer verkaufen. Ja, aber schmeckt ja auch richtig ja geil. Ja. Ja, es ist, schmeckt ja übelst geil, hast ja gehört. Ich esse es ganz gerne, man soll es ja nicht ständig essen, aber wenn man das mal macht, so einmal im Monat oder so, ist es glaube ich nicht so schlimm. Ein Superfood, ja. Fühlt euch einmal wie Tino. Wir nehmen einen Burger von Burger King, stopfen den in einen Döner rein und den Döner rollen wir dann in eine Pizza und das verkaufst du. Oh, geil, Alter. Und noch Käse überbacken so. Ja. Oh, ja, bitte. Und dann einmal wie Tino. Kein Pfeffer, ist klar. Ja, natürlich. Kein Pfeffer, nee. Nochmal, also Burger King ist nicht so, also vergesst Burger King, ne? Es ist halt keine nahrhafte Mahlzeit, ne? Es vor allem, während die News sagen, Burger King ist der letzte Rotz, setzt sich Tino kommt hin und sagt, oh, das ist so geil, ich fühle mich so gut, ey. Weil das Argument, wofür man Fleischfresser immer verurteilt, es schmeckt mir halt. Naja, aber es fügt ja auch keinem Schaden zu direkt. Ne? Es ist kein, ich esse ja halt die veganen Sachen dort natürlich. Dir fügt es Schaden zu. Das ist auch den okay. Kindern, die das auch braten, fügt. Die das wieder arbeiten. Ich hab jetzt in Weimar noch kein Kind am Grill gesehen. Ja, na klar, weil die Backstage sind. Ich habe in Weimar auch noch kein Kind gesehen, was meine billigen T-Shirts hier zusammengenäht hat.
Ja, kann ja alles sein. Ich weiß es jetzt nicht. Ich sag, da geht es darum, dass halt Kinder da arbeiten bei Burger King direkt und nicht um die Lieferketten und so. Also, vielleicht habe ich es falsch vorgelesen. Ja, also. Ihr habt es doch gehört, es gibt Verstöße gegen den Jugendschutz. Das kann, also entweder verkaufen die den Kippen da oder da, achso, oder da arbeiten halt Minderjährige. Das kann ja sein, aber nicht in der Filiale, wo ich halt esse, ist vielleicht noch nicht gesehen zumindest. Und zweitens, ich will ja dazu sagen, es ist jetzt keine gesunde Mahlzeit, esst ja da nicht jeden Tag. Wenn ihr mal Bock habt und ihr seid irgendwie auf Party gewesen und nachts hat nichts anderes mehr auf, holt euch halt mal. Ist doch nicht so schlimm, das mal zu machen. Aber also, es ist halt kein Lieferant von irgendwelchen wichtigen Sachen. Das ist nicht die Stimme des Pen.internets, die da spricht. Das möchte ich nochmal ganz klarstellen. Das ist die Stimme des Ostens. Es ist auch wie auch Energy Drinks und so der Alkohol. Wir hatten hier früher keinen Burger King. Wir müssen das jetzt mal nutzen. Die Mauer ist gefallen. Weil wir hatten eins. Wir hatten eins am Kletterplatz. Ja, genau. Das war zweistöckig und da saßen immer zwei Leute drin. Das ja, war reicht so, ja. Ich weiß noch, ich hatte ja auch mal eine Zeit, wo ich ziemlich aufgegangen bin als Jugendlicher. So. Und ich fuhr so durch den Park, ne, und da kommen so zwei Jugendliche vorbei. Und er meinte nur, ey, seitdem Burger King in der Stadt ist, werden die Kinder immer fetter. Und ich so, ich war doch noch nicht immer. Das schmeckt mir gar nicht. Ja. Ich meinte übrigens Burger King zur Zeit der DDR. Also. Gab's, glaube ich, nicht. Nie in der Wahrscheinlich DDR. Das müssen wir jetzt halt alles nachholen. Also gab auch zur NS-Zeit nicht. Wie gesagt, es ist gesund, so wie Energy Drinks und sowas. Es ist halt, soll man nicht ständig machen, aber wenn man es mal macht, ist es, glaube ich, kein Riesenproblem. Hätte es damals Burger King gegeben, wäre es die SS-Zeit gewesen. Ja. Njam, njam, njam. Dann wären die Nazis zufriedener gewesen. Einfach mal einen Burger essen und so. Die hätten wenig, für kurze Zeit so richtig Energie gehabt. Nee, aber weniger Judenhass, mal mehr Burger essen und sowas wäre doch schön gewesen. So sollte Burger King Promo machen. Dann können sie sich jetzt aus ihrem Wallraff-Geraffel da noch rausretten. Die hätten wahrscheinlich früher Burger-Diktator gesagt oder sowas. Hm, Burgerführer. Ja, Burgerführer. Ja. Führer-King. Wir sind jetzt auch schon über der Zeit durch. Ja, fast, tschüss. Ne? Ich habe so einen lustigen Gag. Warte, was war denn der? Warte, ich mach gleich den Witz. Pass auf, ich möchte bitte in die Playlist heute einfügen, Nena mit Liebe ist. Wirklich, oh, ich auch. Alle? Oh. Aufgrund von Gründen. Ihr werdet diese Gründe diese kommende Woche noch verstehen. Das hieß nicht Burger King, sondern Burger Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzender des Stadtrates der DDR. So nämlich. Witzig. Bin ich witzig. Aber Liebe ist gibt's nicht und nur die Live-Version gibt's davon. Das atmet ihr nicht so witzig. Dann schwierig. Dann würde ich aus mir völlig unbekannten Gründen nochmal Vincent von Sarah Connor. Ja. Ist bestimmt schon drin. Vincent kriegt keinen Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Ist ein cooler Song, prinzipiell. Mm, ja. Playlist. Brennholz unter Musik bei Spotify. Nur die besten Songs. Oder in der YouTube-Beschreibung verlinkt. Ja. In der Hat Marlene auch einen Song. Verlinkt. Also, da das ja hier heute Thema war auch... Und ich nicht wusste genau, welche Lieder der gemacht hat, würde ich von Clouseau ein Lied reinmachen. Was war heute Thema? Das ist so geil, weil das ja einfach morgens zwei Thema war. Aber wenn ihr hier halt auch, wer war das jetzt hier? Nena und so. Ja, ja. Das ist doch alles eine Sippschaft. Nee, das stimmt. Clouseau hat doch hier Auftritt in Erfurt, kannst du dir angucken. Ja, ich weiß gar nicht, was der für Lieder hat hier. Kannst du Guck-Konzert. Ich habe ihn auch mal live gesehen, ich fand es total langweilig. Du hast ihn gesehen in der Bahn in Erfurt. Kannst du jetzt mal nicht Marlins Pick hier runterreden? Ich weiß halt nicht, ich kenne die halt alle nicht, die Lieder. Was ist denn das bekannteste jetzt? Ich will keinen Zentimeter mehr zwischen uns. Da habe ich ganz vergessen. Mhm. Aber ich denke immer an Ich, du, er, sie, es sind dabei, uns zu verlieren. Ja, das kenne ich. Wo er ganze Zeit ertrinkt. Okay, ja, das... Ja, ich möchte sagen, das ist die beste Woche für diese Playlist. Also jetzt ein Song für von Clouseau, oder? Ja. Dieses Ich bin dabei, Gewinner. Wie heißt das so? Ja. Alter, das wusste ich halt nicht, du scheiß Fanboy. Es gibt Menschen im Freundeskreis, hören Clouseau sehr gerne. Ich habe einmal auch letztens erst Weimar gesehen, waren wir nämlich im Foku essen. Mhm. Und da ist Clouseau an uns vorbeigelaufen. Okay, und wieso sind die noch in deinem Freundeskreis? Frag ich mich auch. Hast du eigentlich einen Song? Und warum läuft Clouseau hier andauernd überall rum? Ja. Also, und Harald Lesch mit seinen rasierten Beinen. Stimmt, der auch. Also Liebe ist aber die Live-Version quasi, weil eine andere gibt es halt nicht. Nein, nimm ein schlechtes Radio-Version. Gib ein Nena. Nee. Playlist. Gib ein Nena und schlecht dahinter. Und das erste Lied, was kommt, nimmst du. Nena. Schlimm. Alle wahrscheinlich gleichzeitig. Ja. Schlaflied. Perfekt. Nehmen wir. Tschüss. Lena, nehmen wir. Irgendwie jetzt was Schlimmes ist. Plötzlich, die Verfassung ist blöd. Grundrechte habt ihr nicht. Ja. Ich habe mir gar keinen Song ausgesucht, aber ich glaube, ich nehme I Believe von Manowar.
Ein Song, den ich gerade entdeckt habe für mich, ich weiß gar nicht, ob Manowar problematisch ist, aber die hatten so, ja, die hatten diesen einen Song, der war ganz groß, als ich ein Kind war, I Believe, den ich übelst krass fand als Kind und habe ich letztens wieder entdeckt. Ist der mit Autotune, ne? Du hast mich angeglitzert. Ja, genau. I Believe. Entschuldigung. In love, love. Ja, das ist das. Auf wie, nee, von Holz. Also wir haben Sarah Connor, Clouseau, Nena, Manowar, auch, auch sehr paritätisch, ne? Also finde ich gut. Die beste Woche aller Zeiten. Hier empfohlene Songs. Was geben wir dir eigentlich? 0,5? Ja. Empfohlene Songs, linksradikaler Schlager. Sehr gut. Cooler Song, scheiß Band. Ja, was geben wir denn der Woche? Also, ja, wir hatten eigentlich eine 1 gegeben und ich finde es noch weniger gewesen. Dann, also muss man eigentlich 0,5. Nach der letzten Woche ist auch der Schatten jetzt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Der Rattenschwanz war leider nicht beeindruckend, der da. Ey, Tinker, du hast ja alles verpasst, das war so viel letzte Woche. Ja, ich war halt woanders. Ich dachte, die Nintendo Direct sei krass. Ich dachte irgendwie, und dann kam plötzlich dieses fucking U-Boot und dann ist Wagner umgedreht und so weiter. Nee, Tino, wusstest du, dass Mario jetzt ein Elefant sein kann? Welcher Mario? Ach so, Super Mario. Ach so. Nee, weißt du, die Woche war so schön, dass ich dachte, ich lass mal wieder Herodes jetzt mal einen Podcast machen und gib mir mal eine schöne Woche. Wie gesagt, September wird ganz geil. Tragt euch das in September ein. Ja. Es wird Veränderungen geben, personell. Ja, weil, also nur für den September, habt keine Angst. Habt Angst. Ja, doch, die Redaktion. Ohne Scheiß, Robin, wenn der Brennpunkt dann irgendwie so fünfstellig wird, was machst du denn dann? Dann gebe ich ab, ist okay. Holst du dann? Hab ja auch keinen Aufwand mehr dann. Wir müssen uns verjüngen als Podcast quasi. Wir haben den Ältesten jetzt quasi mal rausgeworfen, gehen jetzt zwangsweise nach Japan ins Exil geschickt. Genau, für ein paar Wochen und es werden dann zwei junge Hüpfer hier antreten. Ja. Wird ein spannender Monat, glaube ich. Naja. Was hast du da eigentlich Geiles an? Das wollte ich vorhin schon fragen. Das ist ja eigentlich kein Hemd. Das ist ja einfach nur so eine Bluse quasi. Die ist von Mio. Das soll eine Bluse sein. Ich wusste nicht. Das ist jetzt richtig gemein. Die Leute haben doch hier keinen Guckrad. Ich kann es erklären. Ich hab alles von Mio an. Quasi so Kniestrümpfe, so schwarz, weiß. Das verstehe ich ja. Was Kniestrümpfe und ein Rock ist, und das weiß ich. Rock, genau. Und das ist halt so ein Hemd mit so einem Strick drin. Ja, ein Hemd, aber eigentlich nicht. Also Bluse. Wie ist denn Bluse definiert? Das ist was. Also die Musik ist auch richtig laut gerade. Die Musik ist richtig laut. Nee, Blues. Aber es kriegt ihr auch jetzt 0,5. Alter, schwach. Aber gut. Wascht euch. Wascht euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis nächste Woche.